ein ganz normales Paar. Dieser junge Mann hier ist Frédéric Brossier und der zieht als junger Schauspieler gerade ganz, ganz viel Aufmerksamkeit auf sich. Denn Frédéric Brossier spielt eine der Hauptrollen in der neuen Serie All You Need, die gerade Furore macht. Denn All You Need ist die erste ARD-Serie, in der vier schwule Männer im Mittelpunkt der Liebesgeschichten stehen. So frech, so sexy, immer auf der Suche nach heißen Flirts. So spielt Frédéric Brossier den schwulen Fitnesstrainer Robbie in All You Need. Privat lebt Frédéric Brossier es eher ruhig, über Land cruisen mit Biker Baby. Hey, hey. Ist für den 29-Jährigen schönste Entspannung nach langen Drehtagen. Für seine Serienrolle bekommt er positives Feedback aus der schwulen Community. Frédéric Brossier ist überzeugt, auch Unterhaltungsserien können verändern. Ich glaube, das ist so wichtig, weil bis jetzt homosexuelle Rollen oder Figuren und auch queere Figuren immer nur als Nebenfiguren gezeigt wurden. Und warum nicht auch als Hauptfiguren zeigen? Und da setzt die Serie an und wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass es immer offensichtlicher wird. Und das ist super, dass es dann Anstoß gibt und viel mehr Diversität auch im Fernsehen gezeigt wird. Frédéric Brossier ist glücklicher Single. Doch egal, ob hetero oder homosexuell, das soll beim Casting keine Rolle spielen. Ich bin heterosexuell. Während der Filmarbeiten, der Dreharbeiten war das auch nie Thema. Es wurde nie thematisiert. Und ich bin immer noch der Meinung, dass ein Hetero auch im Homosexuellen spielen kann. Und ich hoffe, die Serie gibt mir damit recht. Auch privat liebt der Sohn deutsch-französischer Eltern Herausforderungen. In Fehr-Berlin im Nordwesten Brandenburgs entdeckt er seine neue Leidenschaft, Fallschirmspringen, auch wenn die Familie zu Hause in Rüsselsheim bangt. Also Motorradfahren war schon auch für meine Mutter insbesondere irgendwie ein Thema, mochte sie nicht so gern. Und dass ich jetzt noch erzählt habe, dass ich Fallschirmspringen gehe, hat sie sich nicht so gefreut. Und ja, eigentlich mir geht's wunderbar. Warum muss ich mich jetzt aus einem 4000 Meter Höhe aus einem Flugzeug stürzen? Aber es macht Spaß. Fünfmal ist Frédéric Brossier schon gesprungen. Heute will er Level 6 erreichen. Das heißt, nach dem Sprung aus dem Flieger 50 Sekunden freier Fall. Dabei Figuren wie eine Rückwärtsrolle locker absolvieren. Bevor der Schirm sich auf 1500 Metern öffnet. Überflutet von Glücksgefühl und Adrenalin ist Frédéric Brossier bereit für die nächste Herausforderung. Ja! In Berlin öffnet die Komödie nach einem Jahr Lockdown-Pause wieder ihre Pforten. Schnell noch ein Premieren-Selfie mit Intendant und Regisseur. Dann spielt Frédéric Brossier eine Hauptrolle in der Komödie Vorhang auf für Cyrano. Kaum zu glauben, er ist plötzlich prominent. Ja, also das ist hat sich bei mir auf jeden Fall noch gar nicht eingestellt, wenn das so sein sollte. Ich glaube, was gerade sehr spannend für mich ist, ist auch zu meiner Familie zu erklären, ich mache heute ein Interview mit Brisant. So, ach wirklich, dann kommen die vom Fernsehen zu dir oder wie? Und dann so, ja, das und das. Ich komme aus einer Familie, da sind wir das nicht gewohnt. Oder das gab es noch nicht. Und deswegen ist es erstmal alles neu und aufregend. Es fühlt sich so gut an. Nicht nur für Frédéric Brossier, sondern fürs ganze Ensemble. Endlich wieder Theater. Auch das Promi-Premierenpublikum ist überwältigt. Sein Stück ist grandios. Ich finde das wirklich toll gespielt und ein Tempo und ein Liebeshymne an Theater, hier in diese wunderbare Theater. Ich habe einfach nur gemerkt, mir geht es bei meinem ganzen Beruf nicht nur um die Kohle, da geht es nochmal um echt mehr. Das ist eigentlich ein idealer Neubeginn, würde ich sagen, für die Komödie. Auch Frédéric Brossier genießt den Moment. Er liebt Theater, aber er liebt es auch, ab August die neue Staffel zu drehen von All You Need. Au revoir, schön, dass ihr da wart.